Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Final Fantasy 13. Ja, Hope und Lightning haben Palom Polum erreicht. Jetzt muss man sich Sorgen machen, ob sie erwischt wurden. Das machen auch die beiden sicher, aber die kommen dann doch eher auf die Idee zu fliehen. Ja, beim letzten Mal haben wir die ganzen Kristallpunkte verballert. Das heißt jetzt erstmal Meterpunkte sammeln. Wir haben nämlich nichts mehr. Nach dem unnormalen Kampf gegen diese Krake, ey, meine Güte. Und jetzt sind wir hier in einem wunderschönen Wald. Also jetzt habe ich keinen Hunger mehr auf Tomaten. Ach, natürlich. Jetzt kommt's, sie heißt Tomate. Gemüsepudding, okay. Ach, die Puddings gibt's auch noch. Okay, wir haben auch noch Gemüsepudding. Okay, der geht aber schnell in Schock. Über. Okay, da kommt Feuerer. Boah, das sieht doch locker flockig aus. Ja, Vanille, das hältst du locker aus, ne? Das hältst du doch wohl locker aus. So, es scheint gegen Feuer eine Schwäche zu haben. Das werden wir gleich eh rausfinden in der Gegnerdatenbank. So, und jetzt hier voll drauf. Wir steuern ja Vanille. Ups. Und er kommt auch mit Ruin um die Ecke und das war's dann. Für die Gemüsepuddings. Tja, gut, dass ich immer nur so Waldmeister-Pudding esse und so ein Kram. Regenbogengelee, Schwabbelschleim und einen Blender bekommen. Wilde Monster. Puddingmonster. Gemüsepudding. Ja, eine Schwäche gegen Feuer, gegen Aqua, immun und ich glaube gegen normale Angriffe auch. 7290, das geht ja noch. Regenbogengelee und Schwabbelschleim. Lecker. Oh, wir haben nichts mehr da. Also keine Heiltränke, nix. Auch keine Phönixfedern mehr. Alles verballert in dem schönen Kampf im Lichterwald. Boah, der ging, ich hab mal nachgeguckt. Der ging fast nur 50 Minuten. Also der Part ging auf jeden Fall über 50 Minuten. Ja, dann muss ich ausziehen, mein Freund. So, was sind das für Viecher? Sehen aus wie Froschkrebs-Echsen. Dornenfische. Ah. Mal wieder was gelernt hier. Oh, die halten aber gar nichts aus. Okay, die sind schnell erledigt. Und eins. Und zack, zack, zack. Und tschüss. Yay. Mief-Sekret, okay. Ja, da hast du recht. Vor allem ist die Atmosphäre auch mal schön. Nee, wir gehen hier lang, mein Freund. Ja, Präventivschlag. So, die Dornfische sind sofort abgedackelt. Respekt. Also wenn das jetzt nicht 5 Sterne gibt, dann weiß ich aber auch nicht. Dann ist euch nicht mehr zu helfen. Ich glaube, auf den ganzen Weg zurückwärts sein muss. Ich das Gefühl habe, hier ist was. Nein. Gehen wir doch erstmal da lang. Ein Gemüsepudding. Hat aber gepennt. Oh, es sind sogar 2 Gemüsepuddings. Huh.
Der lebt noch, Tatsache. Bye-bye. Selbst beim Kämpfen hat die Frau gute Laune. Oder das Mädchen. Ist ja noch ein Kiddie. So, aber jetzt ist dann auch gleich Schluss. Oh, bis jetzt haben wir keinen Paradigmenwechsel nötig. Dass wir irgendwie unter Druck stehen oder so. Bis jetzt läuft alles super. Oh, kann man momentan wirklich nicht meckern. Kann man die aufsammeln? Oh, das wäre ja schön gewesen. Da hatte ich doch mal instinktiv den falschen Weg genommen. 8 Flakons Wunderwasser. Ah, sind Komponenten. Okay, Datenlock. Gegnerdaten. Ah, genau, hier. Amphibien. Der Dornfisch. Hier nur 513. Schwach gegen Feuer. Und gegen Blitz. Das andere müsste Boden sein. Oder? Aber immun gegen Wasser. So, was haben wir hier noch? Brecherkarpfen, die hatten auch nicht so viel. Der Blutbarsch, der hatte gar nichts. Also die Amphibien sind bis jetzt echte Popelviecher. Muss man ja richtig so sagen, ne? Aber ich finde die Atmosphäre hier schön. Und Eevee, passt die Musik? Muss ich ja sagen. Passt irgendwie. Ich bin hingefallen. Aber auch nur fast. Sagst du, hättest mich doch aufgefangen, oder? Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Der hüppelt da rum. Man merkt, er ist leicht verwirrt, der Mann. Aber auch nur leicht. Zack. Dann haben wir noch ein paar Gemüsepuddings. Also, oh ja, jetzt sitzt voll. Aber das ist so eh schnell erledigt. Aber das gibt schon Kristallpunkte, das ist wichtig. So, jetzt seht ihr mal, wie schnell das wieder gehen kann. Okay, das nennt man aufgeräumt. Autsch. Ah, den Umschlag beherrscht er mittlerweile. Richtig. Und die Metapunkte werden wieder voll. Wir haben schon wieder 3, das ist gut. Du kommst doch nicht hinterher. So, Kristarium. Wir haben schon wieder 200. So, das ist fertig, das ist fertig. So. Da gibt's doch kein Accessoire. Och, das ist aber fies. Eher schon. Weil das ist fertig und das ist fertig. Ja, wird noch lustig. Dann geht's dann noch hier hoch. Ad Blitz ad Aqua. Ja, der Junge scheint mir immer mehr zu gefallen. Guck mal, der hat uns nicht gemerkt. Was ein Trottel. Und dieses Gemüsepudding hat er echt. Ist echt dumm. Also, da kann ich nichts gegen sagen, außer dass es dumm ist. Ja, ja. Und dieser eine Schaden, weißt du? Bumm. Mhm. Hier gibt es leider noch nicht so viel Kristallpunkte. Regenbogen-Gelee. Aber dafür gibt es hier viele Komponenten. Ich muss einmal schauen, was haben die jetzt eigentlich für ausgerüstet? Ah, der Carbonreif. Werden wir beim nächsten Mal ein bisschen aufwerten. Mhm. Auch wieder ein paar Gemüseschleimchen. Und wieder Präventivschlag. Ach, ist das herrlich. Die können nicht zurückhauen, das macht uns gar nichts hier. Die haben nicht wirklich eine Schnitte. Obwohl, das tut auch ehrlich gesagt mal ganz gut nach diesem Wow-Kampf. Der hatte über... Wir gucken gleich nochmal. Ich glaube, der hatte über 100.000 KP.
War schon brutal. Ja, genau. 64 ist gut. Da habe ich lieber die Wackelpudding hier. Also hier Gemüsepudding am Start. Hier können wir das speichern. Das werden wir jetzt auch gleich in Anspruch nehmen. Mal gucken, was wir hier drin haben. Belladonna. Eine neue Waffe. Angriffskraft 5, Magie 11. Entkräftung plus. Angriffskraft 4. Sie hat eine neue Waffe. Lalala. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Erstmal hier. Also wir haben noch so ein bisschen Kristallpunkte, aber das benutzt jetzt nichts. Wir werden jetzt erstmal hier modifizieren. Erstmal die neue Waffe. Ne? Also wir haben hier so ein bisschen Wunderwasser. Mhm. Dann haben wir noch ein paar Mief-Sekrete. Der Millerit geht nicht weg. Dann guck mal hier noch ein bisschen Leder. Knochenstücke. Ich will doch wenigstens mal einmal aufwerten hier. So, Angriffskraft plus 8, Magie plus 17. Ach komm, hier, machen wir auch hier weiter. Oh, sag mal nicht, ich krieg dich jetzt nicht aufgewertet. Nein, einer! Einer! Ach, leck mich doch am Arsch. Na, egal. Obwohl, ich kann ja auch ein paar... Das hat... Nee, stopp, 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 stopp. Ich kann ja... den Perlenflügel zerlegen. Ich kann das auch noch zerlegen. Magiersiegelstufe 2, Angriffszauber plus 28. Klingt eigentlich ganz gut. So, jetzt können wir wieder modifizieren. Belladonna. Ich habe nämlich einen Großknochen bekommen. So. Dann machen wir das den Rest beim nächsten Mal. So, was haben wir denn hier? Genau, hier kann ich doch auch was kaufen, ne? Ja, guck mal hier. Um aufzuwerten. Aber das heißt, wir brauchen auf jeden Fall aber mehr Geld. So, einen Heiltrank bräuchten wir auch mal ein paar. So. Boah, guck mal, der Belladonna ist 15.000 mittlerweile wert. Boah. Accessoires, das Weisheitsamulett brauche ich nicht. Den Rest halte ich nochmal fest. Kaufen wir mal ein bisschen das Billigste ein. Jetzt geben wir mal unser Geld aus. So. Ich hatte ja nämlich noch was anderes vor. Ich wollte ja nicht nur das, sondern ich wollte auch... Ja, Carbonreif. So, auch auf Stufe 3 bringen. 160 auf 390, müssen wir so machen. So, Stufe 3. Dann haben wir das auch so gemacht. So, Waffen. Jetzt werden wir das hier nochmal ein bisschen. So, jetzt haben wir alles wieder los. Aber jetzt sind wir doch schon mal jetzt ein bisschen gut drauf.
Das ist doch wirklich eine wunderschöne Musik.